Und herzlich willkommen zurück zum USA-Let's Play. Ich habe versprochen, dass wir uns jetzt Griechenland holen. Und der erste wichtige Schritt, um uns Griechenland zu holen, ist erstmal Luftüberlegenheit in der ganzen Geschichte hier zu kriegen. Dazu müssen wir jetzt erstmal diesen einen Flughafen erobern. Da sind wir jetzt gerade schon eifrig dabei. Und die beginnen jetzt hier ihre Angriffe. Wovor ich jetzt im Moment mal so gar keine Angst habe. Was ich jetzt aber mal tue, nehme jetzt meine ganzen Carrier hier raus, weil die mir ständig einfach nur meine Carrier Fighter da rausschießen. Dazu, das ist mir echt zu schade. Doch gelacht, wenn wir da nicht reinkommen. Fangen wir mal von der anderen Seite hin, wenn ich vielleicht von zwei Seiten Bonus geben kann. Versorgung sieht da super aus, das gefällt mir gut. Tatsächlich scheine ich da im Moment. Ja, das Problem ist ein bisschen, ihr seht es hier schon, die Gegner haben da halt Luftüberlegenheit und es sorgt halt direkt dafür, dass die 23% stärkeren Angriff haben. Was halt definitiv ein störender Malus ist. So, sobald der Angriff hier abgebrochen ist. Werden wir mit dem nächsten Schwung angreifen. Und dann halt Wellenangriffe. Da haben die dann keine Gelegenheit, sich zu regenerieren. So, mittlerweile dürften aber Pattons Panzer mal hier angekommen sein. Und die warten ganz hungrig darauf, dass die sich mal beweisen können. Nun ist Griechenland aber nicht die prädestinierteste aller Sch oder das prädestinierte aller Schlachtfelder für Panzeroperationen. Wir haben hier genau ein Ebenenfeld, das habe ich gerade ausgemacht. Ansonsten sieht es hier unten ein bisschen mau aus mit optimalem Gelände für Panzer. Sieht aus, der Türke scheint auch mit uns in der Fraktion zu sein. Hier vorne allerdings können wir prima Panzer einsetzen. Also wir werden unsere Panzer jetzt hier zum Türken schaffen. Und dann hier oben versuchen, ein bisschen mit den Panzern mal Spaß zu haben. Da oben kommen schon die nächsten drei Panzerdivisionen an und dann kann Patton mal ein bisschen zeigen, was er so drauf hat. Der gute Mann. Sobald wir den Flughafen hier gesichert haben, geht die ganze Geschichte auch wesentlich einfacher. Luftüberlegenheit in Italien. Ja. Ich brauche da keinen Close Air Support mehr. Also außer den Jungs, die ja Close Air Support eh schon automatisch machen. Das heißt, ich mache hier den Close Air Support komplett aus und schicke alle meine Fighter, die ich da zur Verfügung stehen habe, nach Norditalien. Jetzt sind wir hier tatsächlich gleich im Flughafen drinne. In der Hoffnung, dass ich auch noch rechtzeitig reinkomme. Ich boxe den auch gerne nochmal raus. Ich überhaupt kein Problem mit Panzer. Schießt die gegnerischen Kast zumindest in einem guten Verhältnis ab. Halt, stopp. Immer hier im Flughafen drin. Sehr schön. 1200 Airplanes. Werde ich jetzt mal das, was ich noch an Fightern zur Verfügung stehen habe. Produziert die Fighter 3 schon, ja.
Was ich noch an Fightern zur Verfügung stehen habe, werde ich mal hier hin deployen. Und dann, wie gesagt, dürfte die ganze Geschichte auch etwas geschmeidiger gehen. Greife ich mal mit denen da an, dann mache ich mal noch ein Manöver. Gucken wir mal, ob die ganze Geschichte so funktioniert. Attention. Kann ich eigentlich auch hier oben liefern lassen. Yes, sir. Gut, da verteidigen natürlich die Briten. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, was die Ergebnisse so betrifft, wie Pattons Panzer abschneiden werden. Meine Vermutung ist halt, dass die komplett sich durchfressen werden. Jetzt, oh, guck mal. Greif damit an, genau. Wir haben es nicht geschafft, okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal ein Feld zurück. Den schmeißen wir da jetzt noch raus. Und dann graben wir uns jetzt mal hier in Griechenland hinterm Fluss ein. Und dann haben wir nachher zwei schöne Brückenköpfe. Ich versuche dann mit den Panzern vielleicht hier rüber zu stoßen, dass ich die Landungsköpfe da verbinden kann. Jetzt schaffe ich mal die Panzer hier vor. Vielleicht können wir nämlich Bulgarien aus dem Krieg schmeißen mit den Panzern. Das wäre ja eine ganz coole Angelegenheit. Da scheinen gar keine Flugzeuge in der Luft zu sein. Dann splitte ich die mal auf, schaffe die hier rüber und dann werde ich mit den 240, die ich da habe, versuchen mal ein bisschen was in der Luft zu reißen, mir dann zumindest den Luftüberlegenheitsbonus zu sichern. So. Sind da die Panzer angekommen? Und dass wir von denen die Orga noch ein bisschen aufladen, dann geht's los. Einen stellen wir noch in den Flughafen rein. Man weiß nie. Da lädt sich die Orga natürlich besonders langsam auf. So, jetzt haben wir da Flugzeuge deployed. Meine Überlegung war jetzt tatsächlich, also, wie ist denn das? Wem bist denn du im Bündnis? Mit niemandem. Das heißt, wenn ich mich beeile, könnte ich hier mit einem guten Stoß die komplette, den kompletten nördlichen Armeeabschnitt von dem Jungen abkappen. Und da schlagen wir mal kurz mit ein paar Werten zu. Obwohl der 1500 Defense hat, wie er auch immer auf diesen Wert kommt. Ich werfe den hier mal noch kurz aus diesem Feld raus, das ist mir ein bisschen zu risky. Direkt hinterher. Der penetriert mich natürlich überhaupt nicht. Außer die Butter. Öffne ich doch auch direkt hier hoch. Listen up.
Jetzt ist wichtig, dass wir hier gleich ein bisschen Infanterie noch hinterher schaffen. Oder eben mehr von unseren Panzerdivisionen, damit wir da einen Ausbruch eben auch halten können. Oder diesen Durchbruch. Viel mehr. Okay, da haben wir noch die Luftüberlegenheit. Da haben wir theoretisch auch noch ein bisschen Platz. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, woher diese Fighter, diese Fighter noch kommen. Mal, mal das aus. Ihr fliegt hier über Griechenland schon Luftüberlegenheit. Okay. Gut. So, da hat der Bulgare mal schnell seine komplette nördliche Armee verloren. Und da sind wir jetzt im Kampf mit dem ersten deutschen Panzer und der kann uns nicht penetrieren, wir können ihn aber wiederum penetrieren. Was für mich ein sehr schönes Zeichen ist. Und da kommen die nächsten drei Panzerdivisionen von uns an. Muss ich mal gerade gucken, wie es damit aussieht. Wahrscheinlich noch ein bisschen Infanterie ausheben. Luftwaffenmäßig werden wir mit den Zahlen, die wir da jetzt im Moment haben. P-36 Hawk. Aber das ist doch nicht das Ding, was ich hier produziere. Wenn mir das falsch anzeigt. Mustang A2. 4 am Tag. Wolfram. Haben wir denn jetzt hier? Ah, das sind schon komplett die besten Fighter. Bin jetzt gerade im Überlegen, mir wäre es glaube ich jetzt gerade wichtiger, in der Türkei drüben Luftüberlegenheit zu haben. Weshalb ich jetzt mal diese Jungs hier rüber schaffe, da mal ein bisschen aufzuräumen. Alle keine Versorgung mehr da oben. Tut mir aber auch nicht leid. Da hat der Brite, der Deutsche eben tatsächlich ganz schönes Schnippchen geschlagen. Hat ihm die komplette Versorgung eben abgekattet. Da kommen jetzt fünf weitere Panzerdivisionen an. Da werden die jetzt keinen Spaß haben. So, Flugzeuge. Wie sieht's aus? Fliegt ihr mal bitte mit im Balkan und ihr fliegt mal bitte hier in der Türkei. Ihr fliegt mal bitte hier. Doch lieber, dass du in der Türkei fliegst und du Balkan.
Oh, ich sehe gerade. Haben sie es jetzt wieder geschafft, die Überlegenheit herzustellen. Ich hatte hier noch mal Infanteristen bestellt. Die Verbindung, nicht die Überlegenheit. Reingucken. Also, die sind nicht. Oh, die werden sie jetzt einfach nach links zurückziehen. Sehe ich schon. Was können wir hier noch brauchen? Industrietech, da sind wir noch zu früh dran für. Mal weiter mit der Entschlüsselung. Scheinen da doch rein zu können, warum auch immer. Das heißt, wenn ich einen Cut machen will, dann muss ich das etwas lokaler machen. Zum Beispiel so. Beziehungsweise ich komme auch. Ja, kann man kurz die Schlachtschiffe hier vorne haben. Okay, ich habe da jetzt absolute Luftüberlegenheit. Halt. 150 Punkte, können wir mal gucken, jemanden einstellen. Special Forces Kram brauchen wir nicht. Army Offense. Oh, eins, sehr schön. Und da haben wir den Cut-Off. So, da haben wir schon mal die ersten Divisionen tatsächlich von Bulgaren vernichtet. Und genau in dieser Fasson will ich jetzt auch hier drüben weitermachen. Dann sehe ich gerade, haben wir hier ein bisschen Versorgungsprobleme, aber das sollte sich gleich gelöst haben, sobald wir hier. Ein bisschen aus dieser Provinzen einnehmen. Worauf ich natürlich aber überhaupt keine Lust habe. Eigentlich gern mehr War Support. Das oder Stability. Kriegen wir hier beides aber nicht. Sonst machen wir jetzt einfach hier weiter den Kram. Okay. Machen wir hier mit weiter. Wir gehen nicht dadurch, wir gehen dadurch. Und die Jungs schaffen wir jetzt mal hier hinter den Fluss, damit da uns niemand in den Rücken fallen kann.
Dann stoßen wir jetzt hier oben komplett durch. Da stelle ich mal die Reinforcement-Priorität auf hoch. Vielleicht kann ich tatsächlich diese Legionär-Bulgarier-Menschen zum Aufgeben bringen. Das wäre natürlich sexy. Das ist ein Problem. Da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Was ich jetzt tun werde, ist noch hier diese Jungs kurz cutten. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir uns hier vielleicht wieder zurückziehen aus dieser ganzen Affäre. Ehe wir hier dem Russen im Rücken unterliegen. Ist uns beigetreten. Hier unten wurden wir tatsächlich ein Feld zurückgedrängt, okay. So, haben wir wieder ein bisschen was gecuttet. Vernichten wir jetzt schnell, wenn das. Sophia gehört uns. Das wird wahrscheinlich reichen. Jetzt mal reingucken. Oh, Bulgarien ist tatsächlich ganz kurz vor der Aufgabe. Das heißt, wenn jetzt noch ein bisschen was erobern von denen. Ein ganz kleines bisschen. Und wenn wir tatsächlich hier unten alle Gruppen von dem beseitigen, was wir zumindest schon mal. Ah, sehr schön. Das habe ich jetzt geclaimed. Gut, in 20 Minuten soll erstmal eine schöne Zeit sein für das Let's Play. In der kommenden Runde kümmern wir uns dann darum, wie wir den Schlamassel hier unten aufräumen. Das in Bulgarien soll jetzt erstmal ein schöner kleiner Vorstoß gewesen sein. Bis dahin, bye bye.